Heute mal total normal, heute mal Star Wars. Welcome to Star Wars. Welcome to Star Wars. Tja, Star Wars 9. Man sieht eine Menge. Und ich habe mir heute den ganzen Tag das angesehen und war, ja, die eine Seite, die andere Seite, welche Seite ihr, das weiß ich nicht. Könnt ihr ja drunter schreiben. Star Wars zerpflückt die Gemüter. Bei Star Wars gibt es Szenen, da werden die Flugeinheiten aufgeschrieben. 9 sind schon mal vorne genau aufgelistet. Anfang der Falke und dann die diversen anderen. Kann man ja wunderbar sehen, wenn man genau darauf achtet. Dann die Szene, wo beide wieder, Rey und Kylo, sich gegenüberstehen, dann wieder zusammen sind und schätzungsweise den Imperator oder 3-3-PO oder eine andere Wesensfigur mit eigenen Kräften wieder entzweit, zersplittert, zerstört haben. So, also wie gesagt, man sieht die auch halten, alle Mann, und dann der Spruch darüber, The Way of Skywalker, ja. Ach, Skywalker, the way of Skywalker. Ja, der Weg des Skywalkers. Tja, wir wissen natürlich nicht, was da wirklich alles kommt. Wir wissen nicht, was uns wirklich da gezeigt wird. Weil man hat uns zwar 2 Minuten und 40 Sekunden gezeigt. Und wer viel Zeit hatte heute, konnte sich eine Menge anschauen und konnte auch eine Menge verschiedener, besonders in den amerikanischen bzw. englischen Sprachraum, Kanada, England und auch Amerika, sich umschauen, wie ist denn die Resonanz. Hier in Deutschland war sie ruhig. Hier in Deutschland war sie sogar sehr ruhig. Und wenn man dann sieht, dass es da 7500 Pluspunkte und 3500 Negativpunkte, Daumen hoch, Daumen runter. Meiner einer wird es sich wieder ansehen. Ich werde auch nicht darüber negativ jetzt berichten. Ihr seht es ja selbst, ihr habt ja den richtigen Vorspann gesehen. Ihr seht jetzt selbst, ich versuche da zu sehen, sie freuen sich, sie machen, sie tun. Ja? Es wird schon irgendwie positiv enden, das Ganze. Die Frage lautet nur, wie positiv das Ganze endet. Wird Anakin Skywalker als Darth Vader irgendwie nochmal, und wird der waschechte Imperator da auch wirklich sitzen, oder wird das, wie gesagt, nachher wieder diesen Smash machen, den Lichtbogen-Smash, wie alles zerfällt, irgendein künstliches Wesen gewesen sein. Lass uns einfach mal überraschen. Also, wir haben jetzt über 42 Jahre Star Wars erlebt. Wir haben die Saga erlebt, wir haben Luke, seinen Vater, Anakin und so weiter und so fort. Wir haben auch noch andere Sachen gesehen, die Klonkriege haben wir erlebt, die halt auch nochmal als Serie aufgefrischt werden. So, machen wir einfach einen Schnitt, wir haben es gesehen, jeder denkt sich was darüber, der eine mag keine Spoiler, der eine mag Spoiler, der andere mag Star Wars, der andere mag Star Wars nicht, feiern, okay? Aber eins bleibt, für uns Fans von Star Wars. Star Wars existiert, über 40 Jahre, und jetzt geht es zu Ende. So geht es denn wirklich zu Ende. Denn bei Disney Plus wird ja aufgelegt. Und Disney Plus hat also schon ein Resümee gezogen. Disney Plus ist also schon selbst in einem Plus. Viele, wie in der Niederlande und so weiter, sehen es ja schon. Ja, und können sich da ein Bild machen. So, die Figuren gibt es ja auch schon. Ihr könnt diese Figuren ja also auch schon kaufen. Ja, den roten, ja, den Mandalorianer. Ihr könnt auch die aus dem Spiel schon kaufen. Ja, es kommt ja demnächst auch ein Rollenspiel für den PC raus. Ja, also achtet bitte darauf, zu welchem Genre ihr die Sache hinzieht. Zu den Gamern oder zu den Filmern. Jedenfalls
ist doch schon gespalten. Bei einigen war fast schon 50-50, plus, minus. Ja? Muss man halt gucken, auf welcher Seite ihr gerade seid. Also bei uns sind über 1000, die über 1000 sind total recht herzlich willkommen. Und da ist halt sich eine positive Stimmung, es sind 1000 positive, die sich sicherlich auch zu Weihnachten treffen werden, in den besagten Kinoräumlichkeiten und dort halt diesen Film genießen werden. So, das war es an sich auch schon. Schaut euch den Trailer im Original an. Ich begrüße euch alle total recht herzlich. Ich war der Meinung, etwas sagen zu müssen, deswegen tat ich es. Ihr merkt schon, ich halte mich ruhig, versonnen. Ich schaue mir das vielleicht nochmal an, aber gewisse Kritiker haben also schon, naja, ne, kann am Alter liegen. Kann wirklich am Alter liegen, kann, ja, die, keine Ahnung. Also jedenfalls war heute keine Euphorie zu spüren. Auch die Jugendlichen waren nicht so euphorisch wie sonst. Und die Eingefleischten waren halt auch nicht da. Es war an sich, ja, es war wie abgeschnitten. So, also, ja, bin total, ihr merkt, baff. Ich bin total baff, also es war nichts. Es war gar nichts, also nicht viel. Also es war, ne? Ich kann mich noch erinnern, wie die ganzen Euphorien waren, wo einer wirklich Millimeter genau alles auseinandergenommen hat. Ja? Hatte ja dann auch Walt Disney drüber berichtet, dass einer wirklich jede Szene, so 5400 Bildchen da auseinander, konnte man wirklich und so weiter. Einige haben sich sogar Mühe gegeben, haben den sogar verfälscht, ja? Haben rote Augen gemacht und all solche Sachen. Also einige haben ja Rey da als Sith Lord Einheit da und ach, alles solche Sachen. Ja, auch die Szene mit Reed Ripio. Ja, ich begrüße zum allerletzten Mal meine Freunde. Ja, dann könnt ihr ja denken, wie ihr denkt. Und weil er war angeschlossen, kann sein, dass er umprogrammiert wurde. Aber er hat seine Freunde, wie gesagt, begrüßt. Kann sein, dass er abgestellt worden. Blablabla. Bremse, Bremse, Bremse. Achten wir darauf, was kommt. Ist nicht mehr leid. Ne? Also lange dauert es nicht. Heute in 2 Monaten, ne? November, Dezember, ist er dann da. Ja, also heute nicht, heute ist der 21. Oktober, also da läuft er schon 2-3 Tage. Dann können wir dann auch schon mal ein Resümee ziehen. So, jetzt halt, sagen wir einfach mal, in 2 Monaten sitzen wir alle wieder in den Kinos. Danach können wir uns überlegen, die DVD, so Blu-ray, 4K etc. sofort zu bestellen, auch 3D. Wir hoffen, dass er auch wieder in 3D zu sehen ist, ja, für die 3D-Fans. Ja, mehr geht nicht. Mehr geht am besten Willen nicht. Also positiv, negativ hält sich so in der Waage mittlerweile. Ich bin der Meinung, persönlich, Disney Plus wird das wieder wettmachen mit den ganz anderen Stories. Wir werden halt an heimischen Fernsehern sitzen, vielleicht auch in Gruppen. Vielleicht entstehen wieder Gruppen, wer weiß. Ne? So, ins Kino gehen wird man vorher nicht. Das dauert noch so 2-3 Jahre, bis dann im Kino wieder was anläuft. Ob das dann wieder so ein Hype, warten wir es ab. Also jetzt im Moment ist Disney Plus doch wirklich der Hype. Doch, also Disney Plus hört sich gut an. Ja, lass uns mal überraschen. Ne? Macht's gut.